Schon der Ausdruck ihrer Mienen bei gesträubter Haarfrisur zeigt es deutlich, zwischen ihnen ist von Liebe keine Spur. Doch wenn Mietzel in den Baum, wo sie meistens hin und wich, friedlich dasitzt wie im Traume, dann ist Molly außer sich. Beide lebten in der Scheune, die gefüllt mit frischem Heu. Alle beide hatten Kleine, Molly 2 und Mietzel 3. Einst zur Jagd ging Mietzel wieder auf das Feld. Da geht es um. Der Herr Förster schoss sie nieder. Ihre Lebenszeit ist um. Oh, wie jämmerlich jauern die drei Kinderchen daheim. Molly eilt, sie zu beschauen. Und ihr Herz geht aus dem Leim. Und sie trägt sich kurz entschlossen zu der eigenen Lagerstatt, wo sie nunmehr 5 Genossen an der Brust zu Gast hat. Mensch mit traurigem Gesichte, sprich nicht nur von Leid, von Streit. Selbst in Brems Naturgeschichte findet sich Barmherzigkeit. Thank you.
Ein Floh, ein Floh, ein Floh, ein Floh, ein Floh, der bei
Pascha Kaleko. Ein schwer verliebter Kakadu hat hier sein erstes Rendezvous mit einer grünen Kakaduse. Er nennt sie eine Pamplemuse. Sie ist nicht spröde ihrerseits, man kakaduzt sich auch bereits. Und übers Jahr wird ein Terzett aus diesem Kakadu-Duett.
Nachtgebet von Luisa Hänsel. Müde bin ich, geh zur Ruhe, schließe beide Äuglein zu. Vater, lass die Augen deinen über meine Bette sein. Habe ich Unrecht heute getan, sieh es lieber Gott nicht an. Deine Gnade und Jesu Blut macht dir allen Schaden gut. Alle, die mir sind verwandt, Gott, lass ruhen in deiner Hand. Alle Menschen, groß und klein, sollen dir befohlen sein. Kranken Herzen sende Ruhe, lasse Augen und Schließe zu. Lass den Mond am Himmel stehen und die stille Welt besehen. Gesund wie er aufstand.
eine schöne Stimmung, eine schöne Kapelle. Man wartet ein bisschen lang, man träumt, man genießt. Wir haben noch ein Stück für Sie, eine fünfstimmige Motette von Johann Sebastian Bach aus dem Magnificat, dem Lang Marias. Es ist der letzte Satz einer mehrsätzigen Kantate.
Wir sind begeistert von dem Applaus und wir haben das Gefühl, dass hier unser Leuchtet ist. Es ist schön, in Ihrem Applaus zu wagen und Ihre Freude, Ihr Berührtsein, Ihre Begeisterung zu hören, zu spüren. Schönes Gefühl und wir haben noch eine kleine Zugabe für Sie. Heute nochmal kurz zu sprechen kommen auf den Spendenanlass. Das Konzert war eine Veranstaltung im Rahmen verschiedener Konzerte anlässlich des 40-jährigen Jubiläums der Schule für Musik, eine private Musikschule, die nicht aus kommunalen oder Landesmitteln gefördert wird, eine Schule, die sich selbst trägt. Und sie hat 40 Jahre überlebt und wir hoffen, dass sie auch noch eine ganze Zeit weiter existiert. Und wir haben anlässlich dieses Jubiläums gerne das Konzert ausgetragen und möchten Sie, wenn es Ihnen gefallen hat, und der Applaus lässt sich vermuten, dass es der Fall ist, dass Sie für die Musikschule beim Ausgehen eine kleine Spende geben lassen. Darüber würden wir uns sehr freuen. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich für Ihren freundlichen Zuspruch, dass Sie gekommen sind und an die Fußball-Europameisterschaft, glaube ich, jetzt keiner mehr gedacht. Es kommt mir gerade wieder in den Sinn und wir freuen uns über Sie und mit Sicherheit war es nicht das letzte Konzert in dieser schönen Kapelle. Wir möchten auch nochmal ganz herzlich uns bei dem Orden bedanken, der uns freundlicherweise hier diese Kapelle für das Konzert zur Verfügung gestellt hat. Ich wünsche Ihnen alles Liebe, kommen Sie gut durch die warme, hoffentlich freundlich sonnige Sommerzeit. Und ich glaube, bis irgendwann, wir freuen uns und wünschen Ihnen dahin alles Liebe, bleiben Sie gesund.